ja, Mann, ich habe einen Titel dafür bekommen. Fürs erste Duell, ja. Urland oder so, ja. Also 5 Minuten sind oben. Gero hat immer noch. Ja. Ein Invite. Das sind schon 10 Leute drin. Ja, ich port mir auch gleich rein. Kannst du nochmal 5 Minuten warten. Dann wissen wir, 10 Minuten geht locker und dann. You have been removed from the Monice Buffs Invasion Roster. Ah, also genau 5 Minuten. Ja. Das heißt, ich muss jetzt nicht zurück, aber. Du stehst bei uns noch in Gruppe 2. Drück mal F1, ob das geht. Ja, geht. Okay. Das ist irreführend. Ja, ist es. Aber die knapp 5 Minuten kann man wenigstens noch nutzen. Richtig. So, gibt es hier wenigstens nochmal Kanonen? Ja, seht ihr. Nochmal schnell Azot ausgeben. Die haben hier Kanonen gebaut. Da müsst ihr nochmal googeln. Vielleicht sind die Festungskanonen auch gegen Menschen einigermaßen einsetzbar. Also wenn man angreift, soll man halt echt Mörser nutzen gegen menschliche Ziele. Und nicht Kanonen. Oder sie haben sie gemacht, um schnell die Artillerie kaputt zu machen. Ja. Hier ist Thorn. T für weitere Optionen. War nicht T. Horn verwenden, keine Reparatur nötig. Gebäude ersetzt. Okay. Horn der Belastbarkeit. Ach, 11 Leute nur. Flup. Ja, das ist ja auch nicht zum Gewinnen, sondern eher zum Angucken und schauen, wie das funktioniert. Oh, Nitzka ist auch schon 50. Werden die still und heimlich 50? Geht's denn? Also wir springen hier runter, alle zusammen, ne? Und dass wenigstens dieses Tor nicht zerstört wird. Ich will aber mit der Gatling Gun schon Pyupyun, gewinnt schon wenig. Eine gute Idee. Schon Ding noch nicht benutzt. Ich auch, das meine. Nee, das ist meine. Also effektiv sollte eigentlich eher jeder, jeweils einer bei dem heißen Öl schon mal stehen und die Möglichkeit haben, Flächeneffekt unter sich zu machen. Oh, die haben sogar schon Tier 2 Öl. Okay. Sind da Nägel drin? Noch heißeres Öl. Das eine ist nur lauwarm und das wird immer heißer. Ja, wobei, wenn die Kreaturen wirklich hier von allen Seiten kommen, dann macht es vielleicht sogar mehr Sinn, auf den Gatling Gun hier hinten hinzugehen, weil die meisten Leute beim Haupttor stehen werden. Was ist damit? So, da bin ich wieder. Baby. 6 Minuten 30 noch. Habt ihr euch organisiert hier oder ist wieder? Nein, ist einfach nur verfahren. Wir sind nur 11 Leute. Oh, okay. 12, ja, 11 13. Leute. Also ich muss sagen, serverseitig wird es echt entspannt mit Warteliste. 44 in der Warteschlange. Und waren es immer bei 60. Ja. Haben viele aufgegeben. Und kannst du echt haben, ja. Das nach einer Woche? Nee, im Idealfall haben sie halt temporär aufgegeben und sich gesagt, ach komm, ich gucke dir in ein, zwei Wochen nochmal rein und dann kommen sie wieder. Aber vielleicht haben sie einfach gesagt, das ist so ein schlechtes Spiel, dass sie den Start nicht hinbekommen und lassen das ganz. Kannst du auch haben. Es gibt genug, die relativ schnell auf den MMOs immer. Ist nichts Neues. Ja. Aber wenn du komplett alleine spielst, kann es auch sein, dass du in einer Woche irgendwie Lust verlierst. Ja, das ist halt ein ganz anderes Spielen, als wenn man zwischendurch noch schnackt und sich helfen kann gegenseitig und zusammen Minis läuft oder sowas. Erinnert mich mal morgen daran, dass ich sowieso mal ein bisschen bei uns in der Kompanie nachfrage, wer so alleine spielt und ob es so ein paar Gruppen gibt. Das ist eine gute Idee, ja. Wollte es mal vielleicht sogar notieren, dass wir dann auch Bescheid wissen und vielleicht was dagegen tun können. Kannst du mal fragen, wenn er noch nicht in Anreim war auch. Ja, zum Beispiel. Oder generell in den Inis, ob jemand Questhilfen braucht und so weiter. Ja,
ob ich jemand Lust hätte auf PvP, wenn er noch kein PvP gemacht hat, dass man ihn bescheuen nimmt dafür und sowas. Blut für den Blutgarten. Genau. Ja, wohl mit dem ganzen Violett sind wir ja dann doch eher Slanesh, oder nicht? Ja. Das schon. Auch von der Thematik her als Wissenssuchende. Nein, es war Zanish. Slanesh war ja eher Partytime. Ich weiß nicht, das war eher der Partytyp, ja. Oh, man könnte jetzt auch mal den Buff testen von dem Horn, fällt mir gerade ein. Hier standen ja welche rum. Ja, hier bei mir steht eins. Und ein alter Bekannter, Ak1, ist auch dabei. Ja, das sind immer die gleichen Gesichter. Hier ist auch Renamed User wieder. Ja, na klar. Hier kann man Geld verdienen. Raufbart. So. Heiliges Blut. Das. Wo soll das Horn sein? Das hier? Ah, ja. Das riesige Horn. Kannst du gerne mal reinblasen. Geht nicht. Erst nicht gedacht, losgeht. Da kommen die Reiter von Rohan. Das wäre so cool, wenn das wirklich so wäre. So einmal die Karte leer fegen, so ein halt, ne? So ein Notruf-Ding. Eine Welle. Umsonst quasi. Ah, das ist keine reguläre Kanone, das ist eine Explosive Turret. Also das könnte dann wirklich gegen Fußvolk sein. Da muss ich unsere Fortnum umbauen. Weil im PvP Schlachten ist ja meistens ein Pulk von Leuten. Flächenschaden. Ja, ja. Ist das dann Friendly Fire? Kann man da auch eigene Leute treffen? Nee. Was aber interessant ist, wenn die Verteidiger in ihrem Fort die Gebäude aufstufen können, also die Repetiergewehre und die Kanonen und so weiter, die Angreifer können das aber nicht, ne? Die haben immer dieselben Sachen im Lager. Ja klar, deswegen es muss auch schwieriger werden, ne? Ja. Irgendwo. Deswegen wahrscheinlich auch, dass wenn je länger man ein Fort oder eine Stadt hat, dass es dann halt einfacher ist wahrscheinlich. Zu verteidigen, ja. Okay, Gelb macht bei uns PvP-Missionen, Leute. Echt? Jeder macht bei uns PvP-Missionen. Oh. Oder viele. Ja. Der Balken ist jetzt schon 15%. Ja, 10%. Okay. Also ja, gleich. Das Gebiet haben wir schon lange, deswegen kriegen wir einen großen Bonus. Es geht schnell, ja. Also gleich mit 10er-Squad über die rüber rubbeln. Ja. Wenn nicht sogar mehr. Können wir echt gucken. Also nach der Schlacht, dass wir dann Trupp zusammensammeln, PvP-Quests annehmen und dann einmal die Runde drehen. Und es gibt also XP, es gibt Ruf, es gibt alles. Also das ne Marken. Sehr wichtig. Wie lange noch? Eine Minute. Jo. Leute, wir brauchen gleich Leute. Ich glaube, ich habe auch schon schöner formuliert. Brauchen Mannstärke. Wir haben hier nur 5-4 Leute, die sind im Discord. Genau, also die Leute, die oben PvP-Quest annehmen können, sind ja sehr überschaubar. Da können Lower Levels leider nicht helfen. Aber die können mitlaufen. Die können mitlaufen, kämpfen, ja, stimmt, ja. Kanonenfutter als Ablenkung. Ja, Alter, quasi. Da wird eh keiner mehr sein, also. Musik immer sehr dramatisch. Ja. So. Es ist ganz leicht, ne? Ikimo einfach seinen Repetier klaut. Nein, bitte nicht. Ich hab doch keinen Blutz. Ich auch nicht.
ich kann nicht rein. Wir haben keine Munition. Ja, doch. Doch. Jetzt geht's. Was? Wir standen zu nah. die ist aber richtig gut. Aber man kann nicht vors Tor schießen, nur von der Ferne. Kommt auf den Winkel drauf an, ne? Ja. Also man kann nur kurz vorm Tor. Aber kann die Schützen abschießen. Munition ist bei allem. Was hat das Horn jetzt gemacht? Ich hab's Horn geblasen, ja. Brauchen drüben Hilfe. Wo ist drüben? Ich habe keine Ahnung, wie man es nennt. Das ist Südtor. Südosttor. Okay. Ah, wo ist das Ding? Möchtest du jetzt repetier schießen? Noch knapp 100 Schuss angelassen. Ist das schon leer, bestimmt? Nein, nein, ist nicht leer. Nee, ich kann nicht, ich bin hier unten. Gegen 5 Schildtypen. Ohne Hilfe. Heinrich ist einfach reingegangen. Ich bin rüber zum anderen Tor. Ich sehe das, ich mach die Heilung. Okay. Oh, ich bin runtergefallen. Die sind drin. Hängt sie ab. Jemand hat die Kompanie gerade verlassen. Mein Tor bleibt, da kommt keiner rein. Juhu! Ja, schon drin. Tot. Okay. Malafika hat die Kompanie verlassen, ja. Leute, was meine ich? Also ich kann mir selbst mit einer vollen Kompanie von 50 Leuten könnte das hier echt haarig werden. 8 Runden lang durchzuhalten. Ganz schlimm werden ja gleich die Steine, die kommen. Ist gleich vorbei. Boah, okay, die Explosionshainis, die ballern schon rein. Ja. Die sind echt haarig, ne? Mein Tor ist auch gefallen. Was? ...2600 XP. Na jo. 500 Gold. Lecker, lecker. 630. Ich hab das... Fast das gleiche, was Gero bekommen hat. Na guti, dann ist der Stream jetzt noch vorbei und wir gucken mal, was da die Gelben so treiben in unserem Gebiet. Also bis morgen wahrscheinlich zum Stream. Tschüss. Oh, Platz